Jo, hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Heute mal etwas sommerlicheren Outfit. Heute haben wir nämlich endlich mal keinen Wind und können das im Garten machen, weil wir hatten das schon einige Male versucht, aber dann war das immer so windig, dass man uns leider überhaupt nicht mehr verstanden hat. Genau. Vor uns aufgebaut haben wir ein paar selbstgemachte Halsbänder und Leinen, die wir euch gerne zeigen möchten. Und ein Teil von unserer Farbvielfalt. Nächste Woche kommt noch mal ganz viel Ware. Da freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Und dann können wir ganz viel fertigen. Alles eigentlich auf Wunsch, wie ihr das haben möchtet. Also Farbzusammenstellungen können gewählt werden. Es kann gewählt werden, ob das ein Zeckenschutzhalsband werden soll mit kleinen EM-Keramik-Teilen drinne oder ein einfaches maritimes Halsband. Zeig doch mal Peppers. Dann soll ich noch mal das von Pepper zeigen. Ja. Das ist von Pepper ein auch Zeckenschutzhalsband. Das haben wir euch aber, glaube ich, schon mal gezeigt. Und hier ist einfach das mit diesem tollen Verschluss. Das kann man auf- und zuziehen. Ist für den Hund total angenehm zu tragen. Genau. Wir haben ja auch noch ein Zeckenschutzhalsband. Das hat Einstein um, der stalkt aber gerade unsere Meerschweinchen. Zugstopphalsband. Genau. Ist auch sehr schön. Da ist der Vorteil. Das ist relativ breit. Genau. Sieht man im Vergleich. Musst du in die Kamera halten. Genau, so sind eigentlich wirklich normale Halsbänder ja auch zu kaufen. Und hier ist das einfach, sieht man ja, doppelt so breit. Und das ist für den Hund einfach wunderschön zu tragen. Weil das viel angenehmer ist, wenn doch mal Zug raufkommt. Genau. Wir können hier draus auch Brustgeschirre fertigen auf Maß. Das wollte ich auch nächste Woche machen und euch dann mal zeigen. Hier haben wir noch ein kleines in auch blau, dunkler gehalten. Ein Klickverschluss. Genau. Was? Die Verschlüsse sind entweder als normaler Klickverschluss, so wie man es kennt. Oder man kann Karabiner. Auch so Karabinerhaken. Oder Zugstopp. Genau. Was hier total schön ist, hier haben wir so eine kleine Blume mit eingearbeitet. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und mein Favorit sind jetzt diese neuen Tau-Halsbänder mit passender Leine dazu und passender, da kommt er. Hochfrequenzpfeife. Genau, Hochfrequenzpfeife. Das ist also im Set. Max ist auch eine Pfeife. Soll ich auch mal pfeifen, ja. Wie meine sich anhört? Ja, hol mal deine Pfeife. Achso, Max hat diese Pfeife. Gut, reicht. Dankeschön. Zeigen wir gleich. Also hier finde ich das Schöne, dass das eben im Set ist. Halsband. Das Chaos bricht aus. Das ist eben die Pfeife, passend zum Halsband. Hier habe ich das jetzt auch gemacht mit Karabinerverschluss, weil ich das ganz stylisch fand. Und dann eben die passende Leine dazu. Ich habe mich jetzt für 1,50 Meter entschieden, wenn die ausgefahren ist. Mir reicht das, weil Einstein ja relativ groß ist. Und nächste Woche kommen noch Taue in dickerer Qualität oder dickere Dicke. Die Qualität das ist die gleiche. Jetzt 8 mm. Genau. Wir haben nochmal nachbestellt in 10 und 12 genau. mm. Ja. Und das ist mein absoluter Favorite. Für Maxi habe ich gemacht so eine. Kann ich mal umbinden? Kannst du umbinden. So. Und hier ist eben hier das Schöne. Abklipsen. Genau. Kann man abklipsen. Dann und kann man er die. Kann auch hier abmachen und dann kann sie auch wieder dran machen. Ja, kann sie auch abmachen, genau. Ja, warum was wir sie jetzt nicht mehr dran machen? Was wir jetzt auch anbieten werden, sind extra Rückrufstunden mit Pfeife. Also ihr habt ja gesehen, einer pfeift, Einstein kommt sofort, Pepper kann gerade nicht, die musste mal eine Pause machen hier vom Laufen. Dass das eben ein absolut super Rückruf ist mit der Pfeife, weil es immer emotionslos ist. Man gibt keine Härte in den Rückruf, sondern es ist immer gleich. Und egal wer pfeift, ob die kleine Pfeife oder die große Pfeife, es ist eben immer gleich und der Hund weiß, was er tun soll. Und gerade wir hier an der Küste mit dem Wind,
man fängt dann oft an zu schreien oder lauter zu werden, wenn man dieses Hier oder Komm, und dann ist das für den Hund eben nicht mehr dieses Einladende. Und darum bin ich bin ein Mega-Fan von Pfeife. Und für die Menschen, die ihre Pfeifen immer vergessen haben, bieten wir Outdoor-Armbänder an. Einmal mit Feuerstorch und einmal mit Pfeife. So hast du ein Outdoor-Armband mit Pfeife. Hast du das Armband dran, hast du die Pfeife mit. Genau, also es gibt alles an Möglichkeiten. Dieses hier sind ja die geknoteten Varianten, wie ihr ja auch seht, in verschiedenen Knoten. Gibt es zig Milliarden wahrscheinlich. Und da kann man dann eben auch mit verschiedenen Farben arbeiten. Diese hier hatte Max ausgesucht. Oder hier das Landwölfe Orange. Mama? Und Max, halt jetzt mal die Klappe. Die ausgesucht. Oder hier für die Hündin ein Rosa. Und dieses hier, diese Taue, die gehören eben hierzu. Dieses ist auch, finde ich, wunderschön. Kann man wunderschön Halsband draus machen mit einer passenden Leine. Oder eben, klar, schwarz ist bunt genug. Schwarz geht immer. Also ich bin total begeistert. Ich habe mir hier unten auch noch Sachen hingestellt von meinen Accessoires. Und zwar haben wir dann auch als Beispiel kleine Anhänger, die man mit einbauen kann. Also in diesem Fall ein kleiner Knochen. Oder weil wir ja hier an der Küste sind, haben wir auch kleine Anker. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Die werden auch mit eingearbeitet. Geh du mal an die Kamera. Oder Perlen in allen Varianten. Ihr seht, das ist hier wie auf dem Bazar. Genau, geh mal weg. Kleine Hundepfoten gibt es. Also alles. Es ist für jeden was dabei. Da unten steht noch ohne Ende. Und das möchten wir euch gerne zeigen und nahelegen, ans Herz legen, weil eben alles individuell gefertigt wird. Gerade für große Hunde kann man sich zum Beispiel auch wundervoll ein Kurzführer bestellen. Der ist, wenn der Hund eben relativ groß ist, guck mal, jetzt fällt das alles auseinander, ich bin so geschickt, dass man eben eine kurze Leine auch hat, weil je mehr Leine der hat, gerade auch im Stadtbereich oder sowas, wir wockeln uns das dann immer alles so ums Handgelenk, und so einen Kurzführer kann man bequem anfassen. Also, ihr merkt es, ich bin total begeistert. Bernd ist sprachlos. Ich bin sprachlos, genau. Ich bin nicht nur sprachlos, ich programmiere gerade wie ein Wilder. Im Hintergrund den Online-Shop dafür, damit ihr das dann auch dementsprechend online bestellen könnt und nicht nur in der Hundeschule. Genau. Nee, das ist okay. So, das ihr ist Lieben. Gut so. Ich denke, das war's für heute. Unser Bodentrampolin ist auch schon eingelassen. Da habe ich euch auch. Irgendwo ist raus. Ein kleines Video von gemacht, wie Max drauf rumtrampelt. Das seht ihr auch im Hintergrund. Genau, das seht ihr auch im Hintergrund. Alles klar. In dem Sinne, lasst uns ein Like da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Und die Glocke zu zerschlagen. Und ja. Und die Daumen hoch und runter zu hauen. Jetzt, wir warten noch ein bisschen, bis wir alle ruhig sind. So, habt noch ein schönes Wochenende, genießt die Sonne. Tschüss. Eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.